Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream. Auf die Epik des Redebeitrags des Kollegen Stein und des Antragsbegründungstextes mag ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Daher ein paar grundsätzliche Worte. Der schnelle technologische Fortschritt, insbesondere die Digitalisierung, stellt unsere Wirtschaft vor erhebliche Herausforderungen. Unsere Unternehmen müssen nicht nur neue Geschäftsfelder erschließen, sie müssen sich auch auf sogenannte disruptive Innovationen einstellen, also auf neue Ideen, die das Geschäftsmodell einer ganzen Branche völlig auf den Kopf stellen werden. Viele Unternehmen in NRW existieren seit Jahrzehnten und nicht wenige sind älter als 100 Jahre. Auch sie müssen sich steigendem Innovationsdruck stellen. Der rasante Aufstieg der US-amerikanischen Digitalwirtschaft hat gezeigt, dass radikal neue Produktideen häufig durch die Gründung von neuen Unternehmen, also Start-ups, entstehen. Bei der Gründung von innovativen Unternehmen und Start-ups hängt Deutschland leider hinterher. Der Grund dafür ist aber nicht in einer einzelnen Ursache zu suchen. Unbestritten ist jedenfalls, dass die Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmensgründer ein ganz wesentlicher Baustein sind, der ja volkswirtschaftlich richtig und sinnvoll ist. Da Existenzgründer in den ersten Phasen der Gründung normalerweise keine ausreichenden Sicherheiten hinterlegen können, kommen normale Mittelstandskredite hier nicht in Frage. Stattdessen bedarf es sogenannten Risikokapitals. Nach Aussage der Bundesregierung betrug das investierte Risikokapital in Deutschland 673 Millionen Euro im Jahr 2013. Gegenüber 2010 ist das ein Rückgang um 50 Millionen Euro und entspricht gerade mal 0,02% des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich, in Großbritannien wurde doppelt so viel in Relation zum Bruttoinlandsprodukt investiert, in den USA das Achtfache, in Israel etwa das 20-fache. Es besteht also Handlungsbedarf und wir begrüßen grundsätzlich ein Engagement in diesem Bereich. Ein Wagniskapitalgesetz wird auf Bundesebene seit einiger Zeit diskutiert. Die vorliegenden Forderungen entstammen einer Bundesratsinitiative der CSU. Und dazu möchte ich zwei Anmerkungen machen. Erstens. Der vorliegende Antrag fordert Steuererleichterungen, zum Beispiel für institutionelle Kapitalgeber. Grundsätzlich stehen wir der Schaffung neuer Steuerschlupflöcher für Kapitalinvestoren sehr kritisch gegenüber. Mitnahmeeffekte müssen vermieden werden. Wenn überhaupt, dann sollen solche Regelungen befristet sein und müssen nach einer vorher festgelegten Dauer zwingend überprüft werden. Wir sprechen uns daher für eine Befristung und Überprüfung der Vergünstigungen nach 2 Jahren aus. Dem steuerlichen Nachteil für die Allgemeinheit muss unbedingt ein entsprechender, größerer Gemeinnutzen gegenüberstehen. Und zweitens, eine Bundesratsinitiative kann nicht eigenes Engagement in Nordrhein-Westfalen ersetzen. Wir werden daher einen Bericht der Landesregierung anfordern zur Situation der Existenzgründer in Nordrhein-Westfalen und uns für Verbesserungen einsetzen. Dabei wird die Finanzierungsfrage nur einer von mehreren Punkten sein. Lassen Sie es für innovative Start-up-Unternehmen nicht so weit kommen, wie der Soziologe Niklas Luhmann einmal ausgedrückt hat. Die Tür zum Paradies bleibt versiegelt durch das Wort Risiko. Risikoscheu und Fortschrittsangst sollen in unserem Land keine Zukunft haben. Dafür werben wir Piraten. Wir freuen uns auf die Beratung im Ausschuss. Ich bin sicher, dass wir in der Notwendigkeit der Förderung von Start-ups viele Gemeinsamkeiten finden werden, wenn wir das Gewölle darum mal beiseite lassen. Vielen herzlichen Dank.